Hallo zum Tageshoroskop vom 3. Januar 2023. Wir schauen hier, wie die Sterne an diesem Tag stehen. Und zwar haben wir an diesem Dienstag die Sonne natürlich weiterhin im Zeichen Steinbock in der zweiten Dekade. Das heißt also hier in der Stierdekade. Dementsprechend haben wir hier gesellschaftliche Themen, die mit materiellen Dingen zusammenhängen, betont. Und dann steht die Sonne zusammen mit dem Asteroid Karma. Das heißt, wir haben schicksalsträchtige Ereignisse, die sich zeigen können. Das Ganze weiter in Spannung zu Chiron. Also das heißt, hier wird im Bereich Arbeit, im Bereich Gesundheit, im Bereich Umwelt, wird es hier Herausforderungen geben, die sich hier zeigen. Neuanfänge in diesen Bereichen, neue Ereignisse, die ja karmischen Ursprung haben, die jetzt ausgelöst sind. Und es ist auch wichtig, dass die jetzt ausgelöst sind, weil Karma passiert ja genau dann, wenn die Zeit dafür reif ist. Ja, also die Taten der Vergangenheit werden hier quasi kritisch angeschaut, besonders natürlich auch Führungspersonen, weil die Sonne ja Führungspersonen beschreibt. Ja, und der Mond, der zeigt sich heute im Zeichen. Also im Mitternachtshoroskop ist er hier noch Ende vom Stier. Das kann ja auch noch so eine materielle Thematik prägen oder sinnliche Energien bringen, aber im Laufe des Tages, also bereits also 3:45 Uhr morgens, wechselt er dann in die Zwillinge, das Luftzeichen Zwillinge und durchquert dann hier im Laufe des Tages weiter dieses Luftzeichen und bringt dann hier in den Zwilling ja, so eine Energie von Austausch, also ein Bedürfnis, Kontakte einzugehen, das Gespräch zu suchen. Und der Mond wird ja dann beherrscht von Merkur, weil Merkur der Herrscher des Zeichens Zwillinge ist. Also der Mond ist quasi zu Gast bei Merkur, könnte man sagen. Und der Merkur ist ja hier unten im Steinbock rückläufig. Das heißt, heute hat man Bedürfnisse, sich auszutauschen mit dem anderen. Man sucht die Begegnung und man informiert sich gerne. Und das Ganze ist aber im Rahmen von vergangenen Ereignissen und kann hier gesellschaftliche Themen oder berufliche Themen auch betreffen. Oder auch den Bereich der Verantwortung nochmal betonen. Also Verantwortung für vergangene Handlungen, für vergangene Ereignisse prägt also dieses Bedürfnis, sich zu sehen und zu sprechen. Ja, und es sind auch viele ja kurzweilige Begegnungen dann, die sich zeigen. Also im Zwilling, in den Zwillingen, ja, da schwirrt man so durch die Gegend, man ist auch schnell gelangweilt. Also alles bitte nicht langweilig darf sein. Also es kann sein, dass man sich dann, also im Prinzip gerade oberflächlich informiert und das ist doch dann okay so. Also dass man hier mal reinschaut und da mal reinschaut oder einfach auch sich quasi in kurzen Smalltalks auseinandersetzt über vergangene Inhalte. Das wäre hier denkbar. Ja, und dann haben wir weiterhin natürlich den Merkur auch noch in Verbindung mit Neptun. Das heißt, es sind hier immer noch oder es ist immer noch die Gelegenheit hier für Aussprachen, für Versöhnungen, für sehr soziale Gespräche, soziale Themen sind auch im Vordergrund. Und außerdem natürlich sehr, sehr fantasievolle Gedanken hat man da, sehr kreative Ideen, also künstlerische Pläne kann man hier auch angehen. Und ja, oder Kauf von Nachtwäsche zum Beispiel wäre auch, also Neptun ist ja auch der Schlaf, also sowas, oder auch zum Beispiel Alkohol ist das auch, ein Rauschmittel, also wenn man jetzt hier einen guten Wein sich kauft, kann natürlich auch also generell Kaufhandlungen oder Verträge sind halt schwierig, weil Merkur rückläufig ist. Also wenn es einen Bezug gibt zur Vergangenheit, dann kann das schon Sinn machen, aber ansonsten rate ich immer da noch zu warten. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir Venus. Die Venus wechselt heute, das besondere Ereignis heute, die Venus wechselt in den Wassermann, auch früh in der Nacht und durchquert dann hier die nächsten Wochen den Wassermann. Also die Venus hier betritt das Luftzeichen Wassermann
und bringt hier ja Distanz in Beziehungen, also oder Veränderung in Beziehungen. Also das heißt, Venus ist ja Symbol für Beziehungen, für Kontakte, aber auch für Finanzen und Werte. Das heißt, in diesen Bereichen sind Veränderungen zu erwarten in den nächsten Wochen. Es kann sich auch, also gerade was die Liebe angeht, kann es sein, dass es da Überraschungen gibt, dass es da eine neue Liebe gibt, dass es da auch Eifersucht gibt, weil das Ganze findet ja in Spannung zum dunklen Mond statt und der dunkle Mond zeigt also eine Unzufriedenheit. Außerdem kann es sein, dass es hier also so führerische neue Energien gibt. Also Lilith zeigt natürlich auch Verführung an. Und das Ganze bringt dann hier vielleicht auch einen Seitensprung. Das kann natürlich auch sein. Wassermann ist ja das Zeichen der Sprünge. Und in der Liebe gibt es dann quasi Sprünge. Es kann auch Glas sein, das springt. Das kann natürlich auch sein. Also sowas wäre auch denkbar. Oder Werte, die sich halt einfach verändern. Also und auf den Aktienmärkten dürfte auch viel los sein, weil das Ganze natürlich und sehr, sehr, ja, unsichere Zeiten für das Anlegen von Geld, weil es hier im Wassermann natürlich sehr unberechenbar ist alles. Es kommt dann doch anders, als man denkt. Außerdem, also was nochmal Beziehungen betrifft, kann es sein, dass man hier ungewöhnliche Beziehungen eingeht, vielleicht mit sehr unkonventionellen Personen, vielleicht mit fremden Menschen für die eigene Prägung oder es kann auch, also was Geschmack angeht. Also Venus beschreibt ja auch Mode und Stil oder Kunst. Also Geschmack ist hier dann exotisch oder auch außergewöhnlich. Also da kauft man sich dann vielleicht auch mal ja, trägt man Mode, die ungewöhnlich ist oder kauft halt Gegenstände, die sehr besonders sind und fragt sich dann vielleicht ein paar Wochen später, wie konnte es dazu kommen? Aber die Zeitqualität ist dann halt so jetzt gerade. Ja, und das Ganze ist hier außerdem noch im Kontext von Verantwortung oder Blockaden innerhalb der Familie. Also das spielt ja auch noch eine Rolle bei neuen Beziehungen, also dass man hier vielleicht irgendwie gebremst ist oder gehemmt ist. Außerdem bringt es natürlich auch die Finanzen im Zeichen des Stroms, die hier angezeigt sind. Und das Ganze steht hier im Zusammenhang mit Sparmaßnahmen. Also auch das ist hier möglich, dass sich das nochmal zeigt. Also private Einschränkungen aufgrund von finanziellen Unsicherheiten. Also das könnte man so grob auch sagen. Das wäre hier auch möglich. Also eine sehr, sehr spannende, ja, aufregende Zeit für Beziehungen und für die Finanzen. Und im Zeichen Wassermann wird dann die Venus natürlich beherrscht vom Uranus und der ist im Stier und der ist rückläufig. Also es kann auch sein, dass hier auch wieder vergangene Themen eine Rolle spielen bei Beziehungen oder bei Werten, bei Investitionen. Also das könnte denkbar sein und beschreibt aber auch hier natürlich die Unsicherheit der Stier hier, des materiellen Bereichs. Ja, und dann haben wir einen Aszendenten weiterhin im Zeichen Waage. Das heißt, es geht um Beziehungen in diesen Tagen, um Frieden, um Diplomatie, um Harmonie und das Ganze hier gerade besonders im privaten Bereich. Und die Venus ist aber jetzt natürlich im Wassermann, das heißt dementsprechend geht es hier um Beziehungen, die sich hier vielleicht verändern, innerhalb der Familie vielleicht auch. Vielleicht auch gibt es Distanz zu Schwester oder Tochter jetzt oder eine Veränderung bei Schwester oder Tochter oder Tante. Das wäre auch denkbar. Außerdem kann es natürlich sein, dass man jetzt hier Verschönerungen zu Hause vornimmt und es dadurch zu Veränderungen kommt. Und das Ganze aber, wie gesagt, mit dem dunklen Schatten versehen, irgendeine Unzufriedenheit, die hier bedacht werden muss, die hier, mit der man konfrontiert sein könnte. Der Ergebnis dieser Tage, MC im Zeichen Krebs, also weiterhin starke private, familiäre Themen, die hier im Vordergrund stehen, oder die Heimat und der Mond als Herrscher. Heute dann im Zeichen Zwillinge zeigt also dann dementsprechend, dass man hier ja über Gefühle spricht und oder im Beruflichen sehr emotional ist und darüber spricht oder dass man hier sehr sehr naiv vielleicht auch sich in der Gesellschaft hier verhält und oder verhalten hat und darüber oder über die Naivität in der Gesellschaft spricht. Das könnte man natürlich auch sein. Also wieder viele verschiedene mögliche Varianten. Es kann auch sein, dass einfach die Familie im Vordergrund ist, jetzt aktuell im Mittelpunkt steht.
und oder die Gefühle und das dann diese Zeit prägt. Ja, dann wünsche, genau, die Venus läuft dann in ein günstiges Sextil zu Jupiter, was auch schon wirksam sein kann. Das kann hier erfolgreiche Aktionen bei Finanzen anzeigen oder in der Liebe, Liebesglück, großes Liebesglück. Und ja, besser könnte ich den Tag heute hier nicht abschließen. Also dann drücke ich dir die Daumen, dass für dich hier eine große Portion Liebe abfällt und das oder beziehungsweise zu dir fällt und dass du einen wunderbaren Tag hast. Ich freue mich wie immer über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals und über Kommentare natürlich. Und ja, wenn du selbst Interesse an einer Beratung hast, dann kontaktiere mich einfach über das Kontaktformular. Ist eine super Investition, lohnt sich 1000%ig. Ja, und ansonsten hören und sehen wir uns morgen dann wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss.